Wir feiern 10 Jahre Pearl TV und hier kommt Ihr Jubiläumsangebot des Tages. Sie sind genau richtig heute bei unserem Jubiläumsangebot des Tages. Wir feiern 10 Jahre Pearl TV und das mit Ihnen. Und heute haben wir was richtig Praktisches für den Frühling, den Sommer. Da fährt man ja gerne Fahrrad. Und da haben wir jetzt was richtig Gutes für Sie. Ja, und zwar eine Akku-Kompressor-Luftpumpe, liebe Zuschauer, die Sie natürlich für Ihr Fahrrad verwenden können. Und ich möchte wetten, auch jetzt wieder bei dem schönen Wetter am letzten Wochenende waren mit Sicherheit viele von Ihnen wieder mit dem Fahrrad unterwegs oder haben es zumindest vorgehabt. Nur wenn man diese Fahrräder dann irgendwann mal nach einem halben Jahr wieder aus dem Keller oder aus der Garage rausholt, ist der Reifendruck wahrscheinlich nicht mehr unbedingt der absolut beste. Also muss man nochmal nachpumpen. Ich selber habe also auch mein Fahrrad schon einen halben Kilometer bis zur Tankstelle geschoben, bis ich also endlich mal die Möglichkeit hatte, das gute Stück dann wieder ordentlich mit Luft zu versorgen. Dabei bietet es sich doch wirklich an, das Ganze jetzt auch nicht an der Tankstelle zu machen oder mit diesen Handluftpumpen, so eine kleine Kompressorluftpumpe, die ganz einfach per Knopfdruck hier den Reifen mit Luft versorgt, ist doch da genau das Richtige. Und das gilt natürlich nicht nur für Fahrräder, das gilt selbstverständlich auch für Autoreifen, auch für Motorradreifen, auch für Anhänger, für Camping, für Caravan. Und so sieht das gute Stück aus. Ich habe jetzt hier gerade den Schlauch schon mal dran gedreht. Normalerweise kommt das Ganze also so in dieser kompakten Form. Sie sehen, ist ungefähr so groß wie eine Getränkedose. Ein bisschen länger, aber durchaus vergleichbar leicht. Dann kommt hier vorne ganz einfach der Schlauch drauf, den dreht man dran. Und dann hat man natürlich auch ein Ventil, was man hier feststellen kann. Das heißt, aufs Ventil draufdrücken, festzurren, so wie Sie es an der Tankstelle kennen, und nur im hinteren Teil auf ein kleines Knöpfchen drücken. Apropos auf ein Knöpfchen drücken, Sie haben hier ein sogenanntes Druckmanometer mit dabei. Das heißt, wenn Sie wissen, wie viel Druck auf den Reifen drauf muss, beim Auto steht es zum Beispiel im Aufkleber in der Tür, stellen Sie das Ganze ein, zum Beispiel 2,6 Bar, drücken aufs Knöpfchen und dann pumpt dieser Akkukompressorluftpumpe genau so lang Luft in den Reifen, bis der angewählte Reifendruck dann erreicht ist und dann geht sie automatisch aus. Auch das werden Sie von der Tankstelle kennen. Habe ich am Wochenende auch versucht, war nur ohne weiteres nicht möglich, weil am Wochenende hatten also viele Geräte, waren gar nicht angeschlossen und so weiter. Das da stand stimmt. ich da. Wäre ich froh gewesen, wenn ich so ein Teil dabei gehabt hätte. Ja, das ist praktisch, finde ich auch. Ne? Bei der Tankstelle, das dauert immer, man muss anstehen, meistens auch noch Geld dafür bezahlen. Ja. Und hiermit kannst du es einfach selber machen, das ist super praktisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich finde es einfach klasse hier. Wir haben natürlich noch ein weiteres Goodie und das ist so eine kleine LED-Beleuchtung vorne dran. Manchmal ist man eben dann doch mal in einer etwas schummrigen Beleuchtung unterwegs. Ja, stimmt. Und wenn so ein Reifen mal platt ist, gerade in so einer etwas dunkleren Garage oder von mir aus auch, wenn man unterwegs ist, mal in der Dämmerung, kann man trotzdem noch ein bisschen was sehen. Sie sehen, die Luftpumpe wird also geliefert in so einer praktischen Tasche. Da ist also alles drin, was Sie brauchen. Übrigens auch mal ein paar kleine Adapter, wenn man jetzt auch mal so ein Kinderspielball oder sowas oder ein paar Schwimmflügelchen mal im Schwimmbad oder vielleicht auch mal an einem Baggersee oder was aufpumpen möchte. Ganz einfach die Ventilkappe runterdrehen. Wir werden jetzt sehen, wie der Kollege ganz einfach dieses Endstück quasi auf das Ventil draufsetzt, festpitcht mit dem kleinen Hebelchen, was Sie da unten sehen, genau so, richtig. Und jetzt muss man nur noch den Druck einstellen, den man haben möchte und aufs Knöpfchen drücken. Alles andere passiert hier vollautomatisch. Man hat also wirklich eine volle Kontrolle, auch wenn man nur zwischendurch mal eben gucken möchte. Gerade beim Auto halte ich das ja für sehr wichtig, gerade noch von der Urlaubsfahrt. Ja, oder so, dass man einfach mal guckt, wie viel Druck habe ich denn eigentlich auf dem Reifen drauf. Nicht jeder hat einen Drucksensor in seinem Auto drin, der einem das anzeigt. Auch damit kann man mal eben kurz den Druck kontrollieren. Gerade auch bei Campingmobilen, bei Wohnmobilen und so weiter, halte ich es für eine ganz wichtige Angelegenheit. Und ich hoffe, da denken Sie nicht nur an sich als Autofahrer, sondern natürlich auch an die anderen Personen in Ihrem Fahrzeug. Die wollen sicher von A nach B kommen. Wir schauen einmal zu pearl.de. Da sind wir bei 50 Euro. Und Sie bekommen die Luftpumpe heute für 39,99 € bei uns. Absoluter Wahnsinn. Das ist wirklich ein Knaller hier. Ja. Ich habe also auch schon selber erlebt und ich bin ja in Köln groß geworden und bin da also auch mit dem Fahrrad gefahren. Wenn du so eine Luftpumpe an so einem Fahrrad dran hast, das ist glaube ich das Erste, was geklaut wird. Ja? Ja, das stimmt. Und sowas hier hast du eben mal schnell im Rucksack dabei oder eben im Auto mal eben im Handschuhfach liegen. Ja, das geht auch viel schneller. Es ist nicht so anstrengend. Man macht es dann auch mal gerne. Ja. Beim Auto soll man ja auch alle 2 Wochen den Luftdruck kontrollieren. Ja, macht Sinn. Gerade im Moment bei den Temperaturschwankungen. Jetzt hat man eine vernünftige Akkukompressor-Druckluftpumpe und die funktioniert bei allen möglichen Reifen. Ja? Schöne Geschichte, liebe Zuschauer. Und ich halte das für ein fantastisches Jubiläumsangebot des Tages. Gute Fahrt.